Skills. Achso, Smacky ist schon drin, ne? Smacky ist schon da. Und ja, Shai sagte, wir sollen eine Runde ohne sie machen, ne? Genau. So passt okay. Das besser zu mir. Ich küsse die Katze. Meine Sheriff Spaß. Genau. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich weiß, aber ich stehe noch nach rechts. Viel Spaß. Was ist denn da los? Viel Spaß. Gesicht okay. Voraus. Okay. Nice. Okay, ja, komm, jetzt Jakar. Ja, sehr gut. Stark. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen viel alles für sie. Klar, ne? Sie spielt jetzt das erste Mal mit so. Sie muss jetzt ein paar Runden mitspielen, damit man da so ein bisschen reinkommt. Das ist halt sehr viel am Anfang. Kann ich voll verstehen. Wir spielen jetzt schon Ewigkeiten halt mit, ne? Seit 3 Jahren so. Wir kennen natürlich alles in- und auswendig. Nein! Herzlich willkommen in der Lobby. Hallo, Smaggy. Willkommen, Smaggy. Schönen Abend. Smaggy, ich appreciate die Tatsache, dass du existierst. Smaggy, schönen Abend. Bilder. Ja, Meeting. Also, pass auf. Ja. Smaggy liegt in O2. Und als ich da hingelaufen bin, habe ich gesehen, Faro war in Weapons drin. Das stimmt. Kamst du von O2? Nee, ich bin direkt runtergelaufen, hab den Pylonen vor Storage gemacht und dann in Weapons rein. Warum ist jetzt noch einer gestorben? Entweder Fergus oder wurde gegessen. Sturgi hat entweder verkackt oder er hat wurde gegessen. Wie wär's denn, wenn du mich mal am Arsch leckst? Das ist dieser Gesser-Modifier, mit dem man die Rollen erraten kann. Er wurde gegessen. Wenn man falsch liegt, stirbt man selber. Ja? Ich kann Katze und Cheesy rausnehmen. Ja, ich kann das theoretisch auch. Ich habe nur das leichte Problem, wir wissen, dass Stuggi Angie gewesen sein muss. Wir sind zusammen mit ihm in Medbay reingelaufen, auf einmal war er weg. Das bedeutet, er hatte keine Möglichkeit, wenn er die Contamination benutzt hat, nicht rauszugehen, ohne dass er gewendet wäre. Und dadurch, dass dann der Vent blau ist, weiß halt theoretisch die Person, dass er Angie ist, wenn die böse ist. Bedeutet, ich glaube, er wurde gerade als Angie gegessen. Ganz kurze Frage nochmal, die Leiche liegt wo? O2. Dann kann ich Vayla rausnehmen. Die ist mit mir gerade erst aus Dropship raus und wir waren eher mittig. Also ich wollte gerade runter, geradeaus nach Office durchlaufen. Also ich habe halt echt niemanden gesehen, außer Faro, ne? Enger. Und Faro war halt da in der Ecke. Ja, ich war aber in Weapons. Ja, Faro kann schon böse sein, ne? Letzte Runde. Faro war es nicht, nein. Erzählt. Nein, ich bin lieb. Nee, Faro ist es. Bist du der Mate? Nee, ich bin die. Die erste, die den Bait erwischt haben, auf jeden Fall. Da bin ich mir. Das könnte schon sein, ja. Nein, dann würde ich auch nicht reporten. Irgendwie redet sich Vivi hier so ein bisschen im Kopf und Kragen. Also einmal skippen, ne? Wenn ich Fingerfarben mal hätte, dann würde ich nicht malen. Ja, komm, trollt jetzt hier nicht. So, Fingerfarben, wie macht denn sowas? Aber ich will 2 Votes. Wenn ich den Bait getroffen hätte, würde ich nicht reporten, ist das schönste Zitat des Tages. Sehr gut. Ja. Faro ist hier. Komm, mach mal Licht aus. Wir haben einen toten Otter gefunden. Er war schon angeknabbert. Das ist nicht okay. Der war auch schon ein bisschen alt. Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, sie ist noch in der Blüte ihres Lebens gewesen. Ja, sie ist tot, aber schon ne? Kalt. Schon kalt. Der ist schon ein bisschen länger tot, ja, aber wurde angeknabbert. Ich habe es genau gesehen. Der Mörder davon ist höchstwahrscheinlich ein Böser. Das könnte sein. Eingang Office links. Da stehe ich gerade auch noch, aber ich konnte nicht reporten wegen Handschellen. Eingang Office links. Dann dürfte ich eventuell Knechti rausnehmen können, weil ich mit dem gerade in Lights rein bin.
Ist der ganz frisch oder wie alt ist der? Ist schon auf Lifeline tot gewesen und dann nach links laufen. Mindestens 3 Sekunden tot. Aber wahrscheinlich weit länger. Wer ist denn auf Cams von euch? Ich war in Cams und habe gesehen, dass die Leiche da liegt. Und dann hat es noch ein paar Sekunden gedauert, während ich da durchgegangen bin. Ja. Also können wir Bait schon mal rausnehmen, bevor jetzt ich gesagt habe. Ja, kein Bait, nein. Mich kannst du auch rausnehmen, ne? Das heißt, Katze war an Lifeline und Carillo ist immer noch Level 1. Das heißt, es ist immer noch irgendwie Vivi. Welche Leute waren gerade bei Electric mit mir beim Eingang? Direkt beim Eingang? Vivi und ich. Also Svelar Komplize, okay. Beides gibt's hier, haben wir den Sidekick vom Jackal an oder sind sie beide Imposter? Hey, haben wir nicht. Warte mal, Klöber, wie kommst du denn auf? Ich wollte die Leute safen, die was neben mir stehen. Ja, ich würde Wähler auch rausnehmen. Ja, also die, was neben mir stehen, sind zu 100% safe. Kann ich euch so... Oh, dann ist es ja wirklich Terste. Aber wenn Terste Handschellen hat und Faro sollte man nicht sassen, damit Carillo, er zurück sass, dann stopp jetzt. Carillo, du warst auf Camps. Du hast doch gesehen, wie ich von links kam, oder? Ich war doch in Auto. Da war Faro und Vivi, glaube ich. Nee, Klöber. Boah, ich kann nicht alle Camps gleichzeitig sehen. Ich war in Auto, da war Faro mit Klöber. Das wird sich das ja nicht. Aber nee, du kamst aus dem Boiler-Room. Ich hab nur 2 gesehen. Ihr trollt, bitte skippt. Nein, skippt. Trollt doch jetzt nicht. Wer trollt denn hier? Oh, Junge, ist das gut. Also, dass Terste halt immer direkt sass wird und sofort gewotet, finde ich halt. Der ist ja nicht tot. Er hat es ja überlebt. Oh, Gott sei Dank, ne? Junge, Bruder. Er war ein Tiebreaker davon entfernt. Junge. Junge. Ach, Mensch, hör auf! Komm, mach keine Scheiße jetzt. Mach noch mal Licht aus hier. Oh, was? Faro ist tot? Warte mal, wen habe ich denn reported? Feine Katze, oder? Das Kätzchen. Ich glaube, du hast Katze reported, ja. Also, und zwar, ganz kurz mal zum Kill davor, ne? Carillo, guck mal, du warst ja auf Cams. So. Ja. Du hast doch gesehen, wie ich von links aus Otu kam, oder nicht? Ja, mit, ja, glaube, Klar. Kann ich den Kill doch nicht gemacht haben. Aber warte mal, Terste, das Ding ist halt, guck mal, wie wenige wir noch sind. Und vor allem für die eine Runde kann ich safe Knecht den Wähler rausnehmen, weil wir da bei Lights waren. Und auch jetzt bin ich gerade wieder vom Lab rübergelaufen. Ich habe gesehen, dass die Cams ausgingen, als ich ungefähr aus Lab raus bin, aus der Tür. Da gingen die Cams aus. Und Katze liegt an den Cams. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange braucht man vom Lab rüber? 5 Sekunden? Ich stand noch kurz mit Knechti da. Ja, ist ja wahrscheinlich Carillo böse. Carillo war da auch mit Carillo war vorhin mit Katze also auf Cams. Ich bin dann aber, als dunkel war, bin ich runtergelaufen. Und als ich wieder hochgekommen bin, standen da Knechti und Vivi. Ja, wir sind und dann wurde reported. Genau. Ich bin dann weitergelaufen, weil ich an die Cams gehen wollte. Und ich war vorher bei Lab. Deswegen kann ich ungefähr sagen, wann der Kill passiert ist, weil ich halt vorher im Lab war. Und für uns ist das jetzt ein Ding, also für mich zumindest, zwischen Terste und Carillo. Können doch Vivi sein, wie sie gebeten hat. Das könnte auch sein, weil... Ich würde euch das ja jetzt nicht callen, aber ich bin Vivi, rechts Vivi reingelaufen. Vivi ist doch vom Lab gekommen. Wie soll sie Katze in den Camps gebissen haben? Und ich weiß nicht, ob ich Wähler vielleicht vorher gesehen habe. Hey, ich kam gerade von Office, aber, ne? Ich stand eine Weile vor Electrical und ich weiß noch, dass ich nach rechts gelaufen bin, als ich Wähler gesehen habe, da irgendwo noch. Weiß nicht, also du hast, so also du müsstest mich eigentlich rausnehmen können, weil ich von den Camps durch Electrical gegangen bin. Und wenn die in den Camps liegt, kann es ja nicht gewesen sein. Ich bin noch hier auf Teste gegangen. Oh nein, da kommt der Trümmerbruch. Dann kann es ja nicht gewesen sein. Müsstest du ja dann eigentlich gesehen haben. Oh, jetzt kracht's.
Sehr gut, Knecht. Ja, dass ich das gesagt habe. Hab ich's gesagt? Ich hab da nicht gekillt, Mann. Ich hab null Kills, Knecht. Guck mal. Zero. Ach, Knechti war der Vampire. Aha, okay. Oh nein. Ich stand da so suspicious und auf einmal Zack Report. Ja, ja, aber Knechti, wie fandest du meine Deduction, was Stuggi angeht? War super, war genau so. Ja. Aber das Ding ist, ich stand da, weil ich Knechti in dem Moment angeschrien habe, warum er ständig am Licht ist, wenn ich da eine Bombe legen will. Oh nein, Freunde, hallo YouTube. Jetzt wurde ich gerade brutal verkauft. Ne? Kinder, wenn euch die Runde gefallen habt, bitte mit der Endziffer 01 anrufen und ein Abo da lassen. Kostenlos, okay? Nächstes Video kommt morgen 16 Uhr. Ich danke euch fürs Zuschauen und dickes Küsschen. Okay? Küsschen.